Herzlich willkommen zu meinem 9. Bundesliga-Spieltagsprognose. Heute mit dem 31. Spieltag der Saison 21-22 kommen wir zum ersten Spiel. Der Start ist am 31. Spieltag Wolfsburg gegen Mainz. Wolfsburg hat letzte Woche 6:1 gegen Dortmund verloren und Mainz hat 0:0 gegen Stuttgart gespielt. Das Hinspiel gewann Mainz 05 mit 3:0. Mainz ist auf Platz 9, Wolfsburg auf Platz 13. Wolfsburg muss nur etwas zittern wegen Abstieg. Wir müssen ein, zwei Spiele vielleicht noch gewinnen, dann sind wir durch. Aber ich glaube, diesmal gewinnt Wolfsburg nicht, weil Mainz mit 2:1 gewinnt. Das erste Samstagspiel ist Frankfurt gegen Offenheim. Frankfurt ist auf Platz 10, 10. Halbfinale Europa League. Und Offenheim ist auf Platz 8, haben nur eine Chance, für Europa zu fahren. Das Hinspiel gewann Offenheim mit 3:2. Zuletzt hat aber Frankfurt 2:0 gegen Union verloren nach dem 3:2 gegen Barcelona und Offenheim hat 0:0 gegen Greuther Fürth gespielt. Ich glaube, Frankfurt gewinnt das, weil die keine Spiele der Woche haben. Deshalb gewinnt Frankfurt das mit 2:1. Das zweite Spiel am Samstag ist Freiburg gegen Borussia Mönchengladbach. Borussia Mönchengladbach hat schon wieder eine Derby gegen Köln verloren mit 3:1 und Freiburg gewann gegen Bochum 3:0. Das Hinspiel gewann Freiburg mit 6:0. Das war ein denkwürdiger Abend. Jetzt nochmal passieren, Gladbach ist auf Platz 11. Freiburg auf der 5. Freiburg hat die Chance, nächstes Jahr in der Champions League zu spielen. Ich glaube, Freiburg hat die Chance weiter und die gewinnen mit 2:0. Nicht 6:0, sondern nur 2:0. Ist auch okay. Das dritte Spiel führt gegen Leverkusen. Das Hinspiel gewann Leverkusen mit 7:1. Das war ein denkwürdiger Abend. Fürth hat aber zuletzt 0:0 gegen Offenheim gespielt und Leverkusen hat 1:0 gegen Leipzig. Verloren, ein knappes Spiel, aber am Ende nicht gehabt. Leverkusen ist auf Platz 4, Greuther Fürth ist 18. Die können diesen Spieltag absteigen, wenn die nicht gewinnen, sind die abgestiegen. Ich glaube, Leverkusen gewinnt das wieder mal mit 3:0 und damit schickt Leverkusen Greuther Fürth in die zweite Bundesliga zurück. Das vierte Spiel ist Köln gegen Bielefeld. Bielefeld muss gewinnen. Sonst haben die wirklich Schwierigkeiten, nicht abzusteigen. Die haben 2 Punkte hinter Stuttgart und 3 Punkte hinter Hertha. Bielefeld muss unbedingt mal gewinnen. Bielefeld hat zuletzt 3:0 gegen Bayern verloren und Köln hat 3:1 gegen Borussia Mönchengladbach gewonnen. Das Hinspiel endete 1:1, aber ich glaube, Köln gewinnt das 2:0, weil die Europa League, international spielen wollen, deshalb Köln in sehr guten Form ist und Bielefeld ist gar nicht mehr in Form. Die haben Schwierigkeiten, überhaupt ein Tor zu schießen, deshalb gewinnt Köln mit 2:0. Das letzte Samstag Mittagsspiel 15:30 Leipzig gegen Union Berlin. Leipzig auf Platz 3 durch den Sieg gegen Leverkusen mit 1:0 ist Leipzig auf Platz 3 vorgerückt und Union Berlin durch den 2:0 Erfolg gegen Kroll Eintracht Frankfurt ist Union Platz auf Platz 6. Die spielen heute Abend gegen Leipzig um den Pokalfinaleinzug. Bin gespannt, wer weiterkommt. Union ist auf Platz 6. Sie haben gute Chancen. Sie sind auf Platz 6. Die kämpfen mit Köln Offenheim um den letzten Europäischen Conference League Platz. Das Hinspiel gewann Union Berlin mit 2:1. Ich glaube aber, dass diesmal Leipzig mit 3:1 gewinnt, weil Leipzig richtig gute Form als Anstatt der Hinrunde. Leipzig möchte unbedingt Champions League dieses Jahr spielen. Bevor wir zum Topspiel kommen, schaut gerne das morgige Video ab. Zweite Bundesliga, 31. Spieltag, Spielerpersonen, würde mich sehr freuen. Hier oben ist der Link. Würde mich sehr schätzen, wenn ihr draufklickt. Würde mich sehr freuen. Da seht ihr, wer gewinnt zwischen Schalke und Bremen. Wer steigt vielleicht nicht so, haben gute Chancen. Und mir auch schon mal, wer steigt ab vielleicht.
nächsten Spieler mal sehen. Hier seht ihr meine Prognose für den 31. Spieltag der zweiten Bundesliga. Wir sehen, kommen wir zum Top-Spiel. Bayern München, Borussia Dortmund, Arnestadt. Wird Bayern deutscher Meister heute? Bayern ist Tabellenführer, Dortmund bei 2. 9 Punkte ist der Unterschied. Wenn Bayern gewinnt, ist Bayern deutscher Meister. Wenn Dortmund gewinnt, 6 Punkte. Wird vielleicht nächste Woche oder übernächste Woche. Bei Unentschieden wird Bayern nächste Woche, glaube ich, deutscher Meister. Weil Bayern ist so gut wie Meister. Wir müssten dann nur 27 aufholen, Dortmund. Das ist das Spiel um die deutsche Meisterschaft. Bayern kann zum ersten Mal gegen Dortmund direkt deutscher Meister werden. Das gab es noch nie, dass Bayern gegen Dortmund die Meisterschaft entscheiden kann. Direkte Meisterschaftsentscheidung. Bayern hat zuletzt 3-0 gegen Bielefeld gewonnen. Und Dortmund hat 6-1 gegen Wolfsburg gewonnen. Das Hinspiel gewann Bayern mit 3-2. Ich glaube, Bayern wird dieses Wochenende deutscher Meister, weil die mit 3-1 Sieg gegen Dortmund die deutsche Meisterschaft anfangen. Wegen deutscher Meister zum 10. Mal in Folge. Rekord, was ist ein Weltrekord. Noch keine Mannschaft in der Top 10, in der Top 5 liegen, nur 10 Mal hinter einem deutschen Meister. Herzlichen Glückwunsch Bayern zum deutschen Meistertitel. Das nächste Spiel ist Bochum gegen Augsburg. Das Hinspiel war in Bochum mit 3-2. Bochum hat aber zuletzt 3-0 gegen Freiburg verloren und Augsburg hat 1-0 gegen Hertha verloren. Augsburg war in seiner richtigen Form. Zwei Niederlagen in Form mit 1-mal. Ich glaube, dass Augsburg ist auf Platz 14 und Bochum auf Platz 12. Bochum ist fast nur Platz 16, kann Bochum vielleicht schaffen, aber Platz 17 nicht mehr. Aber ich glaube, Augsburg gewinnt das mit 2-0. Das letzte Spiel ist Hertha gegen Stuttgart, oder anders gesagt, Abstiegsduell. Platz 15 gegen Platz 16. Hertha ist 15, Stuttgart ist 16. Hertha hat einen wichtigen Sieg gegen Augsburg gelandet mit 1-0 und Stuttgart hat nur einen Punkt gegen Augsburg. Mainz ist bitter. Das hilft Stuttgart eigentlich nicht so weiter. Das Hinspiel gewann aber. Es endete 2-2 zwischen Hertha und Stuttgart. Ich glaube aber, dass wirklich das Hertha gewinnt mit 2-1. Damit ist Stuttgart höchst Gefahr, seine Relegation abgestuft sein. Dann wäre Hertha 4 Punkte vor Stuttgart. Und wenn Stuttgart nicht gewinnt, haben die auch mindestens 4 Punkte vor Augsburg. Das wäre bitter, damit wäre Stuttgart so gut wie abgestiegen auf Platz 16. Das waren meine Tipps. Wie gefallen euch meine Tipps? Schreibt einen Kommentar, wie ihr meine Tipps findet. Was tippt ihr? Wird Bayern deutscher Meister? Hat Bielefeld und Stuttgart noch eine Chance, Relegation zu nicht Abstiegsplatz zu kommen? Oder wer spielt europäisch? Schreibt alle eure Tipps gerne im Kommentar. Im Kommentar würde ich mich sehr freuen. Ihr seht sie durch. Wir sehen uns morgen bei zweiter Bundesliga oder nächste Woche. Am 32. Spiel, das drittletzte Bundesliga-Spiel, das Bundesliga-Saison. Wir sehen uns, haut rein, ciao.